Hallo, mein Name ist Susanne Schöder und ich bin Stamping-Up-Demonstratoren aus Bremen. Heute möchte ich dir mal zeigen, wie ich diese diagonale Karte gemacht habe. Einmal habe ich sie hier mit dem Designerpapier gemacht, in Feige. Und wenn du sie aufklappst, wird es so. Und heute möchte ich mit dir so eine Kaffeekarte basteln. Und wie gesagt, hier ist es genauso. Und was das Gute daran ist, du kannst sie auch so zusammenknicken und prima in einen Briefumschlag stecken. So. Dann fangen wir mal an. Wir brauchen ein Stück Farbkarton. Meins ist in Farngrün. Das hat die normale A4 Breite von 21 cm oder Länge, je nachdem, wie man sieht. Und eine Breite von 14,5 cm. Dann habe ich hier einen Streifen für innen in Flüsterweiß in 6,5 x 14 cm. Und zwei Stückchen Designerpapier, die haben auch 6,5 x 14 cm. Und das Designerpapier einmal ein Langarm ist aus dem Set Kaffeepause. Alles, was es zu diesem Set gibt, findest du im Katalog auf Seite 31. Hier ist das Kaffeeset, wo ich heute auch was draus benutzt habe. Hier nehme ich diesen kleinen Gruß. Dazu passend gibt es eben halt auch die Ramlets. Und hier ist auch dieses kleine Oval mit dabei. Und natürlich die Stempel. Hier auf der linken Seite sind auch schon alles Beispiele, was man mit dem Set alles Tolles gestalten kann. Aber heute machen wir ganz was anderes. Als erstes fange ich mit der Karte an. Dafür nehme ich den Papierschneider, obwohl er jetzt falzt. Du falzt bei 7 cm und bei 14 cm. Jetzt brauchen wir diese Diagonale und das kannst du auch prima mit dem Schneidbrett machen. Wichtig ist, hier ist die Schneidlinie und genau da muss die oberste Ecke rein und die unterste. Warte, ich gehe aus dem Bild. So, hier ist der Falz und oben einmal. Ja. Nein, das ist schon mal ein bisschen verrutscht. Und das gleiche auf der Seite nochmal. Wenn man da nicht immer genau mit dem Kopf drüber ist, so wie ich sonst bin, ist das immer nicht so einfach, das genau zu sehen. Jetzt hier auch nochmal rüber. Waren jetzt die Falze hierfür. Jetzt knicken wir das Ganze schon einmal nach. Richtig gut. Den Falzbein. Wenn du kein Falzbein hast oder Papierfalter, kannst du dafür auch so einen Acrylblock nehmen. Das geht auch. Eine Seite. Und die zweite Seite. Jetzt ist die Grundkarte schon mal soweit fertig und jetzt können wir mit der Deko beginnen. Dafür möchte ich ja wie bei dieser Karte auch, wenn sie geschlossen ist, dass hier vorne dieses Fahnengrün gestreifte ist und hinten die Kaffeekleckse. Ich nehme wieder den Papierschneider, fange vorne den Vorderteil an und damit du richtig rum schneidest, also weißt, ob ich von oben rechts oder oben links runterschneide, legst du dir am besten dein Papier rauf. Hier ist es geöffnet, also schneide ich dieses Papier von oben rechts nach unten links. Den Papierschneider anlegen.
nicht verrutschen. Ich kann meine Ecke nicht nehmen. Das ist einmal für vorne und jetzt das hintere. Nimmst du wieder dein Papier, legst es dir drauf und du siehst, wenn du es halt an zweifarbiges Papier hast, musst du dieses jetzt, um es zu sehen, von oben links nach unten rechts schneiden. Immer besser von oben nach unten schneiden, weiß ich auch nicht warum, aber manche Macken hat man ja. Und zweimal. Jetzt kann die jetzt weg. Jetzt fangen wir an, das Papier aufzukleben. Was habe ich jetzt? Kann ich nicht denken. Doch gerade angelegt. Ja. Das wäre jetzt vorne und das wäre hinten. Geht auch. So ist das mit dem Anlegen. Und gucken. Schauen wir nochmal bei unserer Karte. Ich habe den Fehler gefunden. Ich hatte es an diese Karte angelegt. Da klappt es halt. Hier oben ist das größere Stückchen und hier bei dieser Karte habe ich es halt andersrum gemacht. Man sollte dann auch das Papier nehmen oder vielmehr da anlegen, wo man es rauf machen möchte. Dann machen wir es genau andersrum. Dann kommen die beiden jetzt nach vorne. Wichtig ist, dass du bis in die Spitzen ein bisschen Kleber gibst. Den zweiten. Richtiges, ja. Die beiden schon. Jetzt kommen die anderen in den Hintergrund. Das Papier weg, sonst schmiere ich mir das da überall hin. Der kommt jetzt hier drauf. Jetzt haben wir noch den. Mal gucken. Ist auch schon passiert, dass ich es falsch aufgeklebt habe. Fehlt nur noch die Deko und das Innenleben. Für innen habe ich auch ein Stückchen in Flüsterweiß mal 14x6,5 und da möchte ich jetzt, weil ich finde, das passt super dazu, diese ja, Kaffee-Untertassen-Kleckse benutzen und das findest du im Timeless Textures, wenn es dann richtig ausgesprochen ist. Den habe ich schon mal hier. Das stempel ich in Savanne.
niemand bewegt. Eine Stempelmappe. Gut, machen wir ohne. Einfach. Jetzt nehme ich einfach öfters den gleichen Abdruck. Dann sieht das fast so aus wie auf dem Designerpapier. Ich finde es schon ziemlich ähnlich. Das klebe ich jetzt auch ein. Jetzt kommen wir oben drauf zu der Deko. Brauche ich noch. Dafür habe ich schon mal von den Lagenweise Ovale 1 ausgestanzt mit Welle. Dann ein schmaleres in Feingrün. Den Text habe ich hier schon mal gestempelt. Und das müsste ich jetzt hinterlegen mit so einem kleinen Wellenoval. Das findest du auch im Katalog. Und das sind Akzente aus Wellpapier. Okay, hier. Und da drin findest du kleine Herzen, Labels und eben auch die Ovale. Habe ich das was vergessen habe? Nein. So. Und einen kleinen Leinenfaden im Hintergrund. Wenn du das auch manchmal so hast, dass hier so eine Kanten drin sind, halt von den Wicklungen, sieht man hier auch ganz stark, nimmst du es einfach über die Finger und ziehst es einfach ein paar Mal hin und her. Da kriegst du die Kanten halt super mit raus. Jetzt nehme ich mir den Kleber. Ein bisschen länger vielleicht. Abschneiden kann man immer, wenn zu kurz ist, ist schlecht. Jetzt kommt meine Bimmelschere zum Einsatz. Alle, die bei mir schon mal auf dem Workshop wissen, die Schere ist nur für Geschleifenband. Jetzt kommt mein Feingrün. Hier ist ja noch der Fling und Fix Kleber drauf, da kann ich das einfach so raufsetzen. Das Wellenoval setze ich wieder mit Tombow drauf. Und beim Text nehme ich ein Dimensional. Wenn du einmal in die Mitte rein drückst, bekommst du das Papier super ab und setzt den so oben drauf. Jetzt muss das Ganze noch auf die Karte, um so ein bisschen Maß zu nehmen, mache ich mir das schon mal dahin, wo ich es gerne hin hätte. So, so, halte das jetzt so fest und gehe einfach mit dem Kugelschreiber oder Bleistift, egal was, einfach hinten einmal so lang. Dann weiß ich, nur auf dieser Hälfte darf jetzt der Kleber aufgetragen werden. Sonst würde ich die Karte hier zusammenkleben. Noch ein Puzzle. So. Nehme ich meine Karte. Sehe hier meinen Strich. Drück das schon mal so ran. Wenn ich sie jetzt schließe, kann ich durch den Tombow das ja immer noch ein bisschen hin und her schieben, aber das passt so. Ja, das war meine diagonal gefaltete Karte für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Einmal so rum, einmal so rum.
und einmal noch etwas bunter. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Du baust mal so eine Karte nach. Du brauchst nicht viel dafür, aber sie hat auch so einen kleinen Aha-Effekt. Bis zum nächsten Mal, eure Susanne Schöder. Tschüss!